Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS Tutorial. Heute haben wir den Jupiter und Jupiter ist schwierig. Ja, Jupiter ist extrem schwierig. Ich mache das normalerweise nicht, aber ich erzähle jetzt einfach mal, wie ich da rangegangen bin. Ich habe einfach anfangs erstmal die Venus-Rakete genommen, beziehungsweise später auch die Merkur-Rakete, also quasi die beiden Raketen, die ich für zwei andere Tutorials benutzt habe, und habe es damit versucht. Ich bin ziemlich dicht dran gekommen, ja, also ich war auf jeden Fall schon beim Jupiter, im Jupiter-Orbit und habe alle Missionen quasi abgehakt, die drei, die es eben hier gibt. Und ja, dann war eben nur noch der Weg nach Hause da und der hat nicht geklappt, ja, der hat bei beiden Raketen nicht geklappt. Da habe ich etwas, ja, größere Raketen gebaut, die haben trotzdem nicht gereicht. Ich habe im Grunde das ganze Baufeld, also das kleine Baufeld, voll gemacht mit Treibstofftanks und habe versucht, das hinzubekommen. Es hat nicht geklappt, aber jetzt habe ich eine Lösung, die übelst kompliziert ist und nun ja, sie besteht aus vier einzelnen Raketen und die würde ich euch jetzt ganz gerne mal zeigen bzw. vorbauen. Im Grunde sind zwei verschiedene Raketen. Die eine hat eben dann die Kapsel mit dem kleinen Raumschiff und das andere ist im Grunde riesiger Treibstofftank mit einem Haufen Triebwerken dran. Und die Kapsel nehmt ihr einmal, das andere nehmt ihr insgesamt viermal. Und dann habt ihr im Grunde die Rakete. Es ist insofern schwierig, weil es ewig gedauert hat, das herauszufinden. Und ich wollte es eben auch ohne Expansion machen. Daher hat das eben so lange gedauert. Aber jetzt kommt das Video raus, eine Woche spät. Nochmal, es tut mir leid, aber ich wollte unbedingt, dass man es ohne Expansion macht. Die Monde vom Jupiter, die sind unmöglich. Ja, also das, was ich gemacht habe für Jupiter jetzt, das kann man auch nicht unendlich groß skalieren. Das geht nicht. Irgendwann wird es einfach so ineffizient, dass ihr im Grunde gar nichts mehr erreichen könnt. Daher wird das nur für Jupiter funktionieren und für Jupiters Monde, da braucht man einfach Expansion. Aber an sich, man kann trotzdem Flybys machen und naja, landen kann man jetzt nicht wirklich, aber immerhin etwas, würde ich sagen. So, genug gelabert, schon 3 Minuten rum. Bauen wir die Rakete, beziehungsweise die Raketen, die uns zum Jupiter bringen. Da haben wir das Baufeld, das kleine Baufeld, wenn man keine Expansion hat. Und da beginnen wir auch gleich die Rakete zu bauen. Wir haben hier ein Falkentriebwerk, wir schalten das auch gleich an, kopieren das einmal, kopieren das nochmal, nochmal und noch ein letztes Mal. Das sind dann insgesamt 7 Stück, die füllen quasi das ganze Baufeld aus. Wir nehmen Treibstofftanks, packen die hier drauf, das sind dann insgesamt 40 Tonnen Treibstoff. Da kommen noch ein paar Separatoren drauf. Dann kopieren wir das, schieben das mal kurz nach oben. Und kopieren das und verschieben das auch mal nach oben. Hier oben machen wir das so, dass über den Treibstofftanks 4 Felder frei bleiben. Dann haben wir hier das Triebwerk darüber oder darunter und machen das auf der anderen Seite auch. Sieht das so aus. Und dann fügen wir hier oben noch die aerodynamischen Spitzen hinzu. Ihr seht, das sticht quasi so ein bisschen aus dem Bauplan heraus, aber es funktioniert, es ist halt ein Bug, der nicht gefixt wurde und den nutzen wir einfach mal ganz unverschämt aus. Und ihr erinnert euch wahrscheinlich an die 1.53, wo quasi Triebwerkshitze hinzugefügt wurde. Heißt quasi, die haben jetzt hier eine gewisse Länge und Breite, wo sie Teile quasi zerstören können, wenn sie zu lange in der Flamme drin sind. Und dieser Abstand zwischen den beiden Teilen ist ganz, ganz knapp gerade so groß genug, dass der Treibstofftank unten nicht in die Luft geht. Und das nutzen wir eben aus, um eben noch ein bisschen mehr Schub aus dem Ganzen herauszuholen. Dann gehen wir zu den 6 breiten Teilen und platzieren hier mal 30 Tonnen Treibstofftanks. Das sollten die größten sein, die ihr habt, wenn ihr keine Expansion habt. Das machen wir Ganze zweimal und obendrauf kommen nochmal 15 Tonnen Treibstofftank, genauso. Und in die Mitte kommt ein Separator. Dann kopieren wir das hier
die drei, die wir hatten, verschieben die so, dass dazwischen vier Felder frei sind, also zwischen den Tanks und dem Separator. Und das Ganze machen wir dreimal. Dann nehmen wir uns jetzt Valiant-Triebwerke und packen insgesamt sechs Stück hier drunter. Dann sticht das hier noch ein bisschen raus, aber das wird kein Problem sein. Dann die RCS-Düsen. Die packen hier drei Felder über dem Triebwerk drüber. Denn wenn wir hier quasi mit dem Triebwerk lenken, kann es passieren, dass die RCS-Düse aufheizt. Das heißt, wir können die nicht zu weit nach unten setzen. Ich mache die einfach drei Felder da drüber. Und hier machen wir das mal mit vier Feldern. Ist relativ irrelevant. Ich mache das einfach dahin. Dann nehmen wir die Undock-Luken, so ziemlich die einzigen, wenn ihr keine Expansion habt, und packen die etwa genau unter die Triebwerke. Die werden aber nicht getroffen, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Dann nehmen wir hier sechs breite Separatoren, genau so. Dann kommen hier einmal Treibstofftanks hin, wieder die 30 Tonnen Treibstofftanks. Dann hier 5 Tonnen Treibstofftank oben drauf und wieder eine Raketenspitze. Und die sticht eben genauso ein bisschen aus dem Baufeld raus. Dann kommt hier endlich unsere Kapsel hin. Das bauen wir normalerweise als erstes, aber jetzt wird es wohl das letzte sein. Und zwar machen wir hier einen Separator hin. Ich will den Separator hier unten nicht bewegen, aber es passiert die ganze Zeit. Da kommt ein 10 Tonnen Treibstofftank hin und RCS-Düsen. Damit haben wir die Rakete, die dann quasi letzten Endes beim Jupiter ankommen wird. Von diesen unteren Modulen hier haben wir dann noch drei weitere, die wir dann quasi hinterher schicken. Aber erstmal das. Wir entfernen die Hülle außenrum. Ihr seht, das hat ein Schubrohrgewicht von 1,37. Das ist ganz, ganz gut. Dann machen wir die Stufen. Als erstes kommen diese Separatoren da rein, also die unteren Booster und die oberen. Danach dieser Separator. Und die sechs Triebwerke. Danach die beiden äußeren Separatoren, denn der Treibstoff, der in den darüber liegenden Tanks ist, der wird in die zentrale Stufe eingefüllt und danach schmeißen wir die quasi weg. Dann aus einem anderen Grund schalten sie wieder ab, nämlich sobald die anderen beiden Module links und rechts davon angebaut sind, wollen wir quasi hier den Treibstoff in der Stufe sparen und schalten die deshalb aus. Und ein letztes Mal schalten wir sie dann wieder an, wenn wir die beiden äußeren Teile absprengen quasi und dann damit weiterfliegen. Und dann haben wir wieder Standardzeug hier, den Separator und das Triebwerk und den Separator und den Fallschirm. Und damit haben wir die erste Rakete fertig, das ist die Kapsel quasi. Und das wird dann auch der erste Link in der Videobeschreibung sein. Speichert euch das ab. Ich werde jetzt einfach mit der anderen Rakete fortfahren, nämlich dann quasi mit dem Treibstoffsegment. Dazu nehmen wir das erstmal weg, fügen noch einen von diesen Treibstofftürmen hinzu. Wir entfernen den Treibstofftank dort, machen stattdessen hier einen 15-Tonnen Treibstofftank hin, dann einen Separator, den drehen wir nach unten und eine Sonde da rein, damit wir die Rakete auch kontrollieren können. Dann entfernen wir das, was wir eben zugefügt haben. Einmal das hier, die oberen beiden Stufen. Und dann fügen wir hier noch einen weiteren Separator hinzu, nämlich den mittleren. Und damit haben wir auch die zweite Rakete. Und jetzt fliegen wir, nämlich erstmal die Kapsel und danach hier die Tanker quasi. Da haben wir die erste Rakete, nämlich unsere Kapsel. Und da erhöhen wir den Schub und starten die Triebwerke. Und wie fast immer, wir folgen der Winkelanzeige um links, allerdings nur bis 45 Grad und danach eben verzögert. Ich zeige euch das dann auch, wenn es soweit ist. So, wir haben 45 Grad erreicht. Ihr seht auch die RCS-Schubdüsen, die heizen immer wieder auf.
Wenn man jetzt Freunde ist, wir bleiben bei 45 Grad, bis wir quasi keinen Treibstoff mehr in den Boostern haben. Die koppeln wir jetzt auch ab. Den Schub habe ich auch schon reduziert auf 80%. Und jetzt, wenn er 75 Grad angezeigt wird, gehen wir einen Schritt weiter, nämlich zu 60. Dann starten wir wieder die nächste Stufe, korrigieren das ein bisschen. Und dann beginnen wir damit, den Treibstoff von den oberen beiden Spitzen in den Haupttreibstofftank umzufüllen. Wir fokussieren hier auf die Stufe und beschleunigen etwas die Zeit. Die Rakete dreht sich jetzt automatisch ein bisschen, weil der eine Treibstofftank leer ist, der andere voll. Ist aber nicht allzu schlimm, denn wir drehen uns jetzt sowieso ein bisschen. Dann beschleunigen wir wieder die Zeit, bis der zweite Treibstofftank auch leer ist. So, er ist fast leer. Dann machen wir Folgendes. Wir schalten die Triebwerke aus, starten die nächste Stufe, drehen nach rechts und mit reduziertem Schub drehen wir uns dann. Und wenn wir aus dem Weg sind, erhöhen wir den Schub wieder. Damit haben wir immer noch die Rakete hier. Und wir sind jetzt an der Apoapsis. Wir gehen gerade daran vorbei, weil wir relativ geringen Schub haben. Das ist aber nicht weiter schlimm. Später werden wir eine Rakete haben, die das Ganze wieder auffüllt. Das ist dann quasi die vierte Mission. Wir drehen aber trotzdem mal ein bisschen nach links, damit wir wieder die Apoapsis quasi zurückbekommen. Und weil sie jetzt wieder näher kommt, drehen wir wieder ein bisschen nach rechts. Und dann warten wir, bis wir die orbitale Geschwindigkeit erreicht haben, die bei etwa 1670 Meter pro Sekunde liegt. Wir haben es noch nicht ganz, ein bisschen fehlt noch. So. Und wir gehen jetzt sogar ein Stück weiter. Wir erhöhen das auf 40 Kilometer, damit die anderen Raketenstufen eben andocken können. So, es war ein bisschen weit. Gehen wir ein bisschen mit den RCS-Düsen zurück. Dann schalten wir die RCS-Düsen aus und drehen uns einmal im Kreis. Und das dauert ein bisschen. Wir sind nämlich extrem schwer. So, sobald wir auf der anderen Seite sind, starten wir einfach die Zeitbeschleunigung. Und zwar eben bis kurz vor unserer neuen Apoapsis. Und dort drehen wir uns noch ein bisschen, dass wir auch wirklich in Pfeilrichtung zeigen. Und mit geringerem Schub machen wir dann eben weiter. So, wir haben es fast. Ich würde gerne noch ein Stückchen weitergehen. Da haben wir 40 Kilometer, also beschleunigen wir einfach die Zeit. Und dann haben wir 40 mal 40 Kilometer. 69% sind noch drin. Das ist sogar besser als in meinem Testrun, da hatte ich 68%. Wir speichern das einfach mal. Ich sage jetzt einfach mal Kapsel. Ja? Damit wir wissen, das ist die Kapsel. Und jetzt starten wir unsere zweiten Raketen. Nämlich die, die dann eben nur Treibstoff haben. Da haben wir die zweite Rakete, die mit den Treibstofftanks. Und zwar navigieren wir hier hin, also wir wollen auf jeden Fall dorthin, aber wir beschleunigen einfach die Zeit, bis die Rakete quasi nicht mehr über uns ist, sondern schon ein bisschen weiter. Dann zoomen wir wieder ein bisschen ran, erhöhen den Schub und starten wieder die Triebwerke. Wir machen im Grunde genau dasselbe eben. Wir machen das mit dem Winkel um bis 45 Grad und dann 1 versetzt, also wenn 60 aufkommt, gehen wir zu 45. Wenn 70 aufkommt, gehen wir zu 60 und wenn es verschwindet, gehen wir dann noch ein Stück weiter. Und wieder, wir haben hier die 45 Grad. Wir reduzieren den Schub auf 80%.
mir feste Booster, keinen Treibstoff mehr haben. Da haben wir 75 Grad, das heißt, wir gehen weiter zu 60. Und dann starten wir die nächste Stufe und erhöhen wieder den Schub auf 100% und machen wieder den Treibstofftransfer. Wir haben fast keinen Treibstoff mehr da drin. Wieder, wir schalten die Triebwerke kurz aus, starten die nächste Stufe, mit reduziertem Schub drehen wir uns und dann hauen wir einmal da rein und starten die Triebwerke erneut. Wir drehen uns wieder ein bisschen nach links. Da fällt der Treibstofftank langsam in die Atmosphäre und wir bekommen hier unseren Erdorbit. Das Ganze machen wir auch zweimal. Das heißt, wir haben einen Treibstofftank quasi rechts, einen links und dann noch einen vierten, der das Ganze wieder möglichst weit auffüllt. So, wir sagen navigieren zu und dann erhöhen wir hier wieder den Schub. Und dann suchen wir unsere Apoapsis, die ist hier. Wir erhöhen die auf 40 Kilometer. Da haben wir es. Dann drehen wir uns wieder. Wir haben 78%. Das Ganze in Ordnung. Wir drehen uns, drehen uns, drehen uns. Und dann starten wir wieder die Zeitbeschleunigung und erstmal bis zur Apoapsis. So, wir drehen uns noch ein bisschen, dass wir wirklich in die richtige Richtung zeigen. Hoch. Dann beschleunigen wir die Zeit. Und wir warten jetzt quasi bis hier. Ihr seht ja die Zahl, also ist das Delta V. Ihr wartet einfach, bis diese Zahl positiv wird. Und dementsprechend beschleunigen wir ein bisschen die Zeit. Jetzt haben wir 76, wird wahrscheinlich eine Weile dauern. Ja, 68. Auf jeden Fall nicht zu weit gehen, das sind hier 44. So knapp die Hälfte haben wir jetzt schon geschafft. 22. 15. 8. Das heißt, wir werden jetzt sehr, sehr dicht dran sein. Minus 2,2, das ist immer noch nicht negativ. Jetzt sollte es aber definitiv positiv sein. Das ist auch. Und dann bringen wir das eben zu 0. 0,3, 0,2, 0,1. Da haben wir 0,0. Wir zoomen rein, fokussieren hier auf die Rakete. Und dann beschleunigen wir die Zeit. Gehen noch ein bisschen näher ran. So, jetzt sollte man auch die andere Stufe hier sehen, genau. Und ihr seht, wir sind schön langsam. Wir gehen noch ein bisschen weiter. Es sieht so aus, als würden wir gleich reinkrachen. Ein bisschen nutzen wir unsere Triebwerke. Und dann gehen wir quasi einmal aus dem Weg. Das werden wir an der rechten Seite andocken. Und das andere eben an der linken Seite. Oh, wir sind ziemlich dicht dran. Oh, da sind wir gerade dran vorbei. Bisschen Schub geben mit unseren Wellenantriebwerken. Und da sind die beiden verbunden. Wir haben 77%, 69%. Das ist etwa genauso gut, wenn nicht ein bisschen besser als in dem
Testlauf, den ich gemacht habe. Dieselbe Mission machen wir jetzt nochmal für die andere Seite, aber das werde ich jetzt nicht weiter aufnehmen, sondern wir skippen einfach vorwärts. So, da habe ich jetzt noch eine vierte Rakete gestartet und die benutzen wir jetzt, um die anderen drei Stufen aufzufüllen. Und zwar zwar die Booster auf 100% und dann die zentrale Stufe so auf 90%. Ihr könnt auch ruhig ein bisschen mehr machen. Da spricht absolut nichts dagegen. Sollte aber ein bisschen Treibstoff übrig bleiben, damit ihr es zurück auf die Erde bringen könnt. Ich glaube, bei der Treibstoffmenge, die ich noch übrig habe, könnte ich sogar auf 95% hochgehen. Aber ich mache das einfach mal nicht, damit das nicht verfälscht wird. Wie gesagt, ihr könnt da gerne noch ein bisschen mehr hinzufügen. Und jetzt bringen wir das zurück zur Erde. Genauer gesagt, wir lassen es einfach verglühen. Dazu drehen wir uns gegen Fallrichtung. Achten darauf, dass wir nicht in die anderen Stufen rein fliegen. Und dann beschleunigen wir einfach die Zeit. So, da haben wir keinen Treibstoff mehr. Und dann lassen wir das mal verglühen. Und da ist fast alles weg, nur diese eine RCS-Düse überlebt, aber die fällt sowieso zurück auf die Erde. Und wenn wir ein bisschen die Zeit beschleunigen, dann ist das weg. So, oh, wir sind mitten in einer Rakete drin, warum auch immer. Wir speichern das einfach mal ab. Ich sag jetzt einfach mal Jupiter. Ich bin einfach schlecht daran, Sachen zu benennen. Und damit fliegen wir jetzt zum Jupiter. Oder auch nicht, denn das Video ist vorbei. Das war's mit der Folge. Der nächste Teil kommt so 10 Minuten nach diesem hier raus. Also schaut es euch an. Es war hier so das Aufbauvideo. Danach kommt der Flug. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.